Herzlich willkommen bei Flip, ich bin Melissa und ich zeige euch heute, wie ihr diese stylische Perlenkette selber machen könnt. Heute brauchen wir Filz, Perlen, irgendwas zum Zumachen, Satinband oder Kette, Anzeichenpapier, Schere und Schmuckzangen und natürlich unseren besten Freund, die Heißklebe. Als erstes müsst ihr euch überlegen, welche Form soll euer Kragen haben, ein bisschen rund oder eher eckig. Ich mache jetzt so einen schönen runden und ein kleiner Trick, damit auf beiden Seiten alles gleich ist. Wir falten einfach das Papier und zeichnen nur die Hälfte an. Und das gleiche machen wir auch auf dem Filz und dann ist es nämlich genau gleich und man hat keinen Stress. Und ich weiß, ich habe es schon tausendmal erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Wenn ihr runde Dinge schneidet, dann dreht immer das Objekt, nicht die Schere. Dann habt ihr nicht so hässliche Zacken drin. Da, so sieht meins jetzt aus. Ihr könnt euch als Orientierung nehmen, wie das Bikini-Oberteil von einer sehr großbrüstigen Frau. Und das gleiche schneiden wir jetzt aus dem Filz aus, aber auch zugeklappt. Ich habe den Filz jetzt auch einmal in der Mitte geklappt und lege da auch wieder mein zusammengeklapptes Teil ran. Und jetzt haben wir das gleiche nochmal in Filz. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, was wollt ihr da draufkleben? Ich habe jetzt heute, wie gesagt, diese Perlenschnüre und die werde ich in so ganz vielen Bahnen einfach da drauf kleben. Ganz easy. Am besten fangt ihr an, indem ihr so einen Klebestreifen außenrum bis zur Mitte macht und dann klebt ihr die einfach hier drauf. Und meine ist jetzt noch geschlossen, hier hinten ist noch dieses silberne Flupsi-Ding dran und lasst das um Gottes Willen zu, weil wenn ihr das abschneidet, habt ihr sofort den ganzen Boden voll Perlen und nachher kommt noch jemand rein und der fällt dann hin oder so. Deswegen, das können wir alles am Ende dann abschneiden und rausziehen. So, jetzt bin ich hier am Ende, ich habe nicht mehr genug. Was mache ich? Ich lasse das Ganze jetzt mal kurz trocknen. Und werde dann einfach die hier aufschneiden müssen, geht ja dann nicht anders, und da so mit dran kleben, merkt keiner. Und jetzt macht ihr das ganze Ding einfach voll. Wenn ihr wollt, dass das symmetrisch ist, dann zählt am besten immer aus der Mitte die Perlen ab und klebt es dann so dazwischen. Dann habt ihr genau einen symmetrischen Abschluss, also so gut, wie es halt geht. Und denkt immer dran, bevor ihr es hochhebt, kurz trocknen lassen, weil sonst fällt alles wieder ab und ist natürlich blöd. Jetzt seht ihr natürlich, ist die Mitte schon voll, deswegen fülle ich jetzt die einzelnen einfach nacheinander auf. Ich bin jetzt fertig mit meinem Perlendesign. Das Einzige, was wir jetzt machen, ist nur noch rechts und links so ein kleines Loch rein. Da ziehen wir jetzt unsere Kette durch zum Verschließen oder alternativ könnt ihr auch ein Satinband nehmen. So sieht meine jetzt angezogen aus. Ihr könnt da natürlich viele andere Dinge drauf tun oder sie noch kleiner oder noch größer machen. Falls ihr das nachmacht, schickt mir gerne ein Foto unter dem Hashtag FlipDIY. Hier geht's zu anderen Bastelvideos und wir sehen uns dann im nächsten Video. Gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Tschüss!